Willkommen zurück zu The Escapist Nummer 2. Jetzt muss ich den ganzen Kram machen, während ich erzähle. Macht ja aber soweit nichts. Ja, wir wurden leider wieder geschnappt. Und nach unserem glorreichen Ausbruch sitzen wir jetzt auf dem Zug fest. Und wie Möhre schon vorhin so schön sagte, wir sind unter Zugzwang. Denn dieser Zugknast, wir sind auf einem fahrenden Zug und... Hey, wie, was machst du da drin? Das Ganze ist auf Zeit. Hier sieht man übrige Zeit. Diese Zeit haben wir, um auszubrechen. Und genau, wenn wir das nicht schaffen, dann landen wir in Rattlesnake. Das heißt, wir haben... wir müssen nicht trainieren oder wir müssen nichts irgendwie machen, sondern nee, wir müssen ja einfach nur schauen, wie wir hier ausbrechen können. Es gibt hier mehrere Möglichkeiten auch wieder, wie man das Ganze macht. Wir dürfen, glaube ich, sogar noch niemals gesehen werden von den Wachen, weil sonst werden wir einfach direkt verhauen. Echt? Ja. Heißt, wir müssen jetzt erstmal ein paar Gegenstände, sag ich mal, zusammensammeln. Boah, ist das mies. Ja, das ist ein bisschen... Echt, die dürfen, die, tatsächlich, die schreien mich die ganze Zeit an. Hey, da ist ein Pferd, hallo Pferd, komm her. Boah, Alter, die hauen mich. Ich komme hier gar nicht klar. Bisschen anspruchsvoller als das, was wir vorhin gemacht haben. Los, jetzt spring da runter. Okay, ja, jetzt wurde ich verhauen. Also ich denke mal, hier gibt es auch keine Jobs und kein Mittagessen und nix. Nein, und genau, keine Routine. Alter, guck mal, die Zeit, die geht voll schnell runter. Ja, wir müssen uns richtig beeilen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal ein paar Sachen so zusammensuchen, die wir irgendwie verwenden können. Was machst du denn da draußen? Was uns, glaube ich, helfen würde, wären schon mal Brechstangen. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie man hier wegkommt. Das wäre dann mit Brechstangen in den ganz letzten, in das ganz letzte Abteil zu gehen. Ja. Und das abzuhängen, oder wie? Genau, dann kann man das nämlich abhängen. Muss man nur schauen, wie man das macht. Also man muss jetzt vor allem so ein bisschen, glaube ich, auch sich verstecken und die Wachen halt im Auge behalten. Also das ist ja was ganz anderes als im herkömmlichen Knast. Richtig. Oh, guck mal, die haben Tobobi schon wieder am Wickel. Scheiße. Scheißdreck. Die haben mich umgehauen. Ja, die Zeit läuft hier ein bisschen schneller ab als vorher. Das heißt, wir sind ein bisschen. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Die haben mich umgehauen. Scheiße. Das gibt's doch nicht. Wieso soll das denn gehen? Es sind doch keine anderen Gefangenen hier, ne? Nein. Das sind nur wir. Guck mal hier, es gibt zum Beispiel, wir haben hier Tipps in unseren Zellen. Ausbruch zum Beispiel mein kleiner Schwindler. Da brauchte etwas Zeit mit dem verrückten Joe, einem berüchtigten Insassen aus der Gegend hier, der behauptete, dass Pferde mit der richtigen Mitteln leicht überlistet werden könnten. Als ich um mehr Informationen bat, murmelte er ständig etwas von falschen Karotten. Das war der verrückte Joe. Also wir könnten falsche Karotten bauen. Da braucht man zwei Kugelschreiber für und ein Bettlager, also so ein Kopfkissenbezug. Damit kann man wahrscheinlich die Pferde anlocken. Oder das Pferd anlocken. Und dann damit fliehen. Boah, Alter, die sehen mich und hauen mich sofort zu Brei. Das ist doch nicht wahr. Ja. Und die Zeit ist schon fast weg. Damn.
Loser Dienstwagen, Ausbruchtipp. Also hör zu. Wenn du ein paar Brecheisen beschaffst und zum Wagen am westlichen Ende gehst, ist es dir wahrscheinlich möglich, an den Wärtern vorbeizukommen und den Wagen abzukoppeln. Vergewissere dich nur, dass du dabei auf dem richtigen stehst, ist klar. Also Brecheisen. Genau. Zum Wagen am westlichen Ende ist es dir wahrscheinlich möglich, an den Wärtern vorbeizukommen und den Wagen abzukoppeln. Also Brecheisen. Genau. Also wir müssen wirklich gucken, dass wir da irgendwo die Teile irgendwo finden. Warte mal. Mal hier zu Mürrischen rein. Was denn? Medikits. Cool. Aber wofür? Dass du dich heilen kannst, wenn du auf die Fresse kriegst. Der bekloppte Bobby hat die noch beklopptere Idee, dass er mit den richtigen Werkzeugen einen Enterhaken herstellt, auf das Dach des Wagens steigt und sich an ein vorbeiziehendes Gerüst haken könnte, um hier vorne runterzukommen. Anscheinend hat er es geschafft. Weiß nicht, scheint mir etwas weit hergeholt. Okay, der Typ hat gar nichts mehr. Hast du den Wärter umgehauen? Ja. Okay, also es gibt die Möglichkeit mit dem Enterhaken aufs Dach. Es gibt die Möglichkeit. Okay, wie macht man einen Enterhaken? Ich guck mal eben. Also eine falsche Karotte, okay, sehe ich. Danke. Womit macht man einen Enterhaken? Enterhaken, Enterhaken. Enterhaken braucht man. Verdammt, noch eins. Greifkopf, okay. Zwei Brecheisen und ein Duct Tape. Und dazu ein Seil wahrscheinlich. Ja. Ja. Ein Duct Tape habe ich. Dann brauchen wir nur noch zwei Brecheisen und ein Seil. Das kann ja nicht, so schwer werden. Kriegt man irgendwo eine Waffe her? Jeder von uns so ein Ding dann braucht. Verdammt, der hatte nix. Kann ich den Wachmann irgendwie vom Zug schmeißen? Nein, geht nicht. Schade. Aber die Wachmänner, die sind gar nicht. Ja, die laufen halt so Patrouillen. Die muss man sich ein bisschen mit angucken. Ein Pferd kann nicht. Ein Pferd kann nicht mehr als eine Person tragen. Schlechte Nachricht. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir die Brecheisen finden. Ich habe eins. Ja, ich habe auch eins, nur ich habe gerade einen Wachmann hier. Aua. Scheiße. Oh, scheiße. Scheißdreck. Ich habe auch einen Schlagstock. Wo habt ihr die ganzen Waffen her? Ich werde immer oben gehauen. Ich hab doch kein Brecheisen mehr. Wo ist es hin? Wurde mir abgenommen, weil ich umgeboxt wurde. Alter, wir haben schon über ein Drittel der Zeit ist schon weg. Das wird nix, Jungs. Oh nein. Nein, scheiße. Mein Brecheisen ist jetzt auch weg. Hacke. Scheiße, ey. Karotte ist ein Kissen. Das ist kein Kissen, das ist ein Blatt Papier oder so. Ja, das ist so ein Taschentuch oder irgendwie so ein Kissenbezug oder irgendwas. Ja. Scheiße. Nein, warum kann der mich denn immer umhauen? Boah, nein, mein Spiel ist minimiert. Ja, das kenne ich.
Sind wir Loser? Oh nein. Okay, wir müssen versuchen, irgendwie uns da vorbei zu schmuggeln hier. Zu schmiggeln, die schmuggeln. Wo liegst du denn? Aber heil dich doch erstmal hoch. Bobby hat eine Waffe. Wieso liegst du denn da oben, Bobby? Oder liegst du nicht im Bett? Du liegst da auch. Du liegst da auch oben. Echt? Ich lieg im Bett. Ja, bei dir dann. Also im Bett ist man sicher. Naja. Ja, solange man da drin ist, ist alles gut. Komm her, komm her. Er hat nix. Okay, Bobby, komm her, wir schnappen uns den nächsten. Wir sind die härtesten im Zug. Komm her, lass ihn erstmal rankommen, lass ihn rankommen, lass ihn rankommen. So, und jetzt kriegt er welche. Ups. Ah, okay. Mann, okay. Noch einen gekriegt. Und noch einen. Walkie-talkie. Keine Ahnung, was er da will. Hast du irgendwas gefunden, Möhre? Ja, warte. Ja, hier sind zwei Brecheisen und mein Schlagstock ist hier wieder drin. Zwei Brecheisen? Zwei, ja. Ich habe beide mal eingepackt. Okay. Tobi, hast du auch noch eins? Nee, leider nicht mehr. Ich hab ein Klebeband, ne? Okay. Können wir schon mal diesen Greifhaken machen. Hast du ein Seil? Nee, aber... Warte, ich... Hier also sind wir jetzt erst... Es wäre besser, wenn wir jetzt noch einen... oder vielleicht reicht es sogar, wenn wir jetzt hier, direkt... Hier, nimm erstmal das Klebeband und mach einen Greifhaken. Mach einen Greifhaken, sofort. Und den tun wir hier wieder ins Pult. Da kommt er ja nicht verloren, selbst wenn wir geboxt werden. Und dann brauchen wir nur noch ein Seil. Okay, habe ich. Gut. Greifhaken liegt da drin. Die Frage ist nur, ob es nicht vielleicht sogar besser wäre... wenn wir ja das Brecheisen nehmen und uns einfach den Zug abkoppeln. Ach so. Ja, hast du jetzt den Dings gemacht oder wie denn? Ja. Ja, scheiße, wofür denn? Es wäre doch besser, wenn wir einfach den Zug abgekoppelt hätten. Wieso sagst du das denn nicht vorher? Wir finden nur einen. Ich hab nur eins. Ja, reicht denn ein Brecheisen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber wir können es ja ausprobieren. Lass mal ganz nach rechts. Okay. Lass euch nur nie erwischen. Warte. Ich mach den eben fertig hier, den Typ. Oh! Voll. Okay. Feuerzeug. Okay. Keine Ahnung wofür. Vielleicht kommen wir so dann auch schon raus. Okay, warte, da vorne ist noch einer. Oh, einfach durchrennen. Scheiße, mich hat er gesehen. Weiter. Komm, weiter. Hier ist ein Pferd. Ja, links ist einer in dem Zug auf jeden Fall. Den müssen wir umhauen. Dann lassen wir den abholen. Warte. Rechts kommt auch noch einer. Natürlich geil. Alter, warum? Jawohl. Oh, jawohl! Okay, die werden jetzt abgeholt. Oder so. Oder das Ruder trägt sie weg. Okay. So, geh zu mir. Komm hier auf den Abteil. Jo. Okay. Das zwei weitere Brecheisen. Scheiße! Zwei weitere. Wieso hast du das Ding gemacht? Wieso hörst du auf mich? Kacke. Okay. Ah, okay, Brecheisen. Einfach Brecheisen. Oh, das wird knapp. Aber das schaffen wir. Wir dürfen nur nicht überhastet sein jetzt. Boah.
Okay, er ist down. Scheiße, hier ist nur das Ding wieder drin. Okay, wir brauchen noch zwei Brecheisen. Leiterplatte nur drin. Gut. Hier ist noch ein Brecheisen drin. Ich hab noch eins. Oh, ja, oh, oh, aufs Klo, aufs Klo. Da ist eine Leiter aufs Dach, oder? Ja, aber die bringt uns nichts. Das ist die mit, hast du in das Pool geguckt schon? Ich dachte, da ist noch ein Brecheisen drin. Hey, walkie-talkie. Aber ein Besen. Ein Besen könnte ich vielleicht gebrauchen. Hier drüben ist noch ein Pult, aber da kommen wir halt nur zu zwei, zu dritt rein. Wo denn? Okay. Da. Ja, da vorne. Okay. Also. Okay, bin drin. Ich auch. Lass los, ich drück drauf hier. Okay, hier ist Brecheisen noch wieder. Obwohl, nee, raus hier am besten, ne? Komm. Ja, warte. Komm, Bobby, zieh! Okay. Okay. Also, ich habe jetzt zwei Brecheisen. Okay. Also jetzt ganz alle easy. Alle Schützenmöhre! Ja, wir gehen jetzt ganz easy. Okay, weiter. Warte, Möhre. Ja, warte. Weiter. Okay. Ed ist weg. Okay. Oh. Okay, Möhre ist vorne. Bobby, wo bist du? Ich bin auf dem Weg. Aber ich hab nen. Okay. Ich zieh sie auf mich. Scheiße. Nein! Nimm die Brecheisen. Geh hin und nimm das Brecheisen. Ich kann nicht! Fuck. Die bringt das in diesen einen Pult, wo wir vorhin den Endhaken reingelegt haben. Da müssen wir hin. Okay. Da sind jetzt die beiden Brecheisen drin. Okay, also ich bin auch down. Ja, okay, hab ich gesehen. Scheißdreck. Wir müssen auf dem Rückweg einfach vorsichtiger vorgehen. Okay. Das war aber auch ein langer Weg. Ja, das ist richtig. Warte, lass uns erstmal voll heilen, dann können wir auch ein, zwei Kämpfe überstehen. Ja. Wir haben nur nicht viel Zeit. Ja, ich weiß. So. Warte. Ich habe jetzt vor allem auch keine Waffe mehr. Die ist jetzt in der Krankenstation, ist ja oben so ein Pult. Ja. Oh, da sind die Dinger jetzt drin. Da sind die Brecheisen drin. Aber an dem vorbei. Ah, shit. Ich geh mal rein, ich hol die Dinger. Jo, alles klar. Der Ed liegt. Okay, eins, zwei, zack. Okay, ich hab sie. Zwei Stück brauchen wir nur, ne? Ja, ich hab zwei. Gut. Okay, jetzt easy going. Oh, wartet. Okay. Jawohl. Sehr gut, Bobby, sehr gut. Was ist das? Das ist die übrige Zeit. Hau den um. Nein! Okay, er liegt. Nimm ihn mit.
Ja, was mit Bobby? Komm, komm, komm mit dem Zug ab, bevor die Bobby abholen. Ich kann nicht. Warum nicht? Jetzt hätte ich's gekonnt. Fuck. Warte, dann bleib. Dann bleib hier. Bobby kommt gleich. Lass uns hier bleiben. Wir müssen auf Bobby warten. Ja, ja, genau. Wir können auch vorher nicht abhauen. Bleib du hier. Da ist Bobby. Da ist Bobby. Da ist Bobby. Ja. Das ist es. Tu es. Ja. Jawohl. Ja. Alter! Krass. F. Keine F. Münze. Geil. Boah, ey. Alter. Boah, das war intensiv, ey. Das war echt intensiv. Verdammt noch eins. Ja, das war geil. Ja. Booyah! Also kommen wir nicht in Dings Creed, oder doch? Snake Mountain oder wie das heißt. Red and Snake? Ja, das ist die Frage. Vielleicht wurden wir auf der Flucht geschnappt. Ja, in der Wüste. Genau, in der Wüste. Kann natürlich passieren. Ich würde sagen, das sehen wir in der nächsten Folge von The Escapist 2. Genau. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge jetzt hier ist. 20 Minuten, das ist schon ja, ganz gut. Perfekt. 20 Minuten, perfekt. Ja, perfekt. Ne? Ja. Dann gut. Sehen wir uns in der nächsten Folge vielleicht eventuell bei The Escapist 2. Falls wir geschnappt worden sind. Falls. Ansonsten liegen wir am Strand. Genau. Bei Kuba irgendwo. Genau. Wir haben uns abgesetzt mit den ganzen Brecheisen, die wir so am Start hatten. Brechi das Brecheisen. Genau, so. Brechi das Brecheisen. Ja, alles wunderbar. Klar. Dann Dankeschön an alle und ja. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Vielleicht. Ciao. Tschüss. Ciao.